Auf geht's! Heldenliga! Heldenliga-Zeit! Ich bin First Picker! First Picker will man natürlich gerne in Global sichern, wie zum Beispiel ein Fallstart an die Hacker. Nein! Nicht mit mir! Spielen. Nein. Oh, da werden die beiden Supertanks rausgebannt. Wollte ich mal wieder eine Runde Fallstart spielen? Wir spielen die Hacker. Wir müssen uns anpassen. Der Ruhm ruft uns. Lasst uns eine Runde fliegen. Sie kriegen dafür den Fallstart. Wir haben den die Hacker dafür. Sieg den Verlassenen. Oh. Okay, müssen wir nicht schreiben, hat er schon selber gecheckt. Vielleicht nicht so eine super Idee ist. Möge Elun uns Stärke gewähren. Hey, ich bin neu in Hotz. Selaru ist überhaupt gar kein Problem. Wenn du Fragen hast, immer gerne fragen. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar erfahrene Leute, gerade in dem Chat, die dir vielleicht weiterhelfen können. Oder wenn ich ein Auge auf den Chat habe, werde ich die natürlich auch unter die Arme greifen. Fragen mal, ob es ein Taunt-Variant wird. Oh shit. Oh, da hat Jaina nicht aufgepasst. Das Licht lässt niemanden weiterentwickeln. Erobern. Ah, das ist ein Avatar. Holy shit. Varian. Na gut, dann spiel, was du willst. Dieses Reich braucht mich. Showtime! Nehmen Sie den Illidan mit. Eigentlich brauchen Sie den zweiten Tank. Der Varian wäre, glaube ich, ziemlich sick. Oder Sie nehmen den Muradin mit. Das ist der Varian. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Abatur plus Artanis ist auch sehr, sehr gut. Abatur. Mal gucken. Gehen wir einfach mit dem Gefühl rein, dass wir unser Bestes geben, niemals aufgeben, bis zum Schluss dagegenhalten, so scheiße es auch aussehen mag. Einfach dagegenhalten, mal gucken, ob wir das schaffen.
Wir haben sehr guten Wave Clear, wir haben Rot von Malfurion, wir haben Stun von mir und von ETC. Und wir haben Li Ming, die darauf follow-uppen kann. Also wenn gestunt wird, kann Li Ming den Orb werfen und damit hundertprozentig Damage reinzuflügen. Was hat das Gegnerteam? Das Gegnerteam hat auch guten Wave Clear, Abatur, der wahrscheinlich zwei Lanes soaken wird. Falsat mit Global, Atanis mit dem Swap. Wahrscheinlich Varia mit Taunt plus Uthas, dann vielleicht sogar Divine Storm. Ich glaube, das wird ein Divine Storm. Ich glaube nicht, dass es ein Divine Schild ist. Alle für den Kampf bereit machen. Brauche ich Zauberpanzerung? Ich glaube, ich gehe da mal lieber drauf. Ich habe nämlich Angst. Angst. Woher weiß ich, welcher Pick gut ist? Für welche Map steht das irgendwo? Zu Favoritenpicks? Hoffentlich seid ihr soweit, denn wir beginnen in 10 Sekunden. Schau mal auf die Seite stormkings.de. Das ist eine deutsche Seite, da wird einiges erklärt. Einfach mal vorbeigucken. www.stormkings.de. Das ist eine deutsche Heroes-Website. Da wird einiges erklärt. Welche Helden sind gut für Einsteiger? Welche Helden sind gut auf welcher Map? Mit welchen Helden kann man welche Helden outdraften? Er hat den Stun verkackt. Ich geh direkt runter. Global-Helden sind zum Beispiel auf großen Maps sehr, sehr gut. Global-Helden sind zum Beispiel Zagara, D-Hacker. Das sind alles Helden, die sich sehr schnell von A nach B bewegen können. Ich habe hier zum Beispiel meinen Y, damit kann ich in jeden Busch mich reinbuddeln. Diese Warner schafft er gegen den Atanis nicht zu überleben. Aber ist kein Problem, ich kann mich halt einfach von Busch zu Busch teleportieren. Wählt ein Talent! Zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. So, ich werde noch ein bisschen soaken. Ich habe mein Y ready. Ich kann also direkt runtergehen. Okay, jetzt muss ich hin. Visionen jetzt einfach ein bisschen, das müssen sie abgeben. Jawohl. Ich nehme in der Mitte noch den Lane mit, ich habe uns noch Level 5 besorgt. Wir dürfen keine XP liegen lassen, vielleicht werden wir sogar für das nächste Tribut sogar schon Level 7. Yeah.
brauche Essenzen für den nächsten Teamfight. Aber Brunnen ist auch gleich wieder ab, von daher alles gut. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Hab ich die Sonne dran? Mir Tribut und erringt meine Gunst. Bleib jetzt oben und hol uns Welch ein Talent! Ich werde auf Symbiose gehen. Sehr schöne Kombo. Sehr schön gespielt, Team. Ich gehe einfach wieder hoch. Wir haben Level 8. Der Abatur wird halt mit jedem Level halt immer stärker. Da müssen wir halt ein bisschen drauf achten. Jetzt geht der Falstad hoch. Das heißt, wird jetzt schwierig für mich. Der Uther ist Mist, ich weiß nicht, wo er steht. Aber er ist wieder auf Hof gegangen. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend hat. Ich kann jetzt hier oben bleiben, kann also noch ein bisschen soaken. Genau wie der Falstad. Die haben jetzt einen neuen Plan entwickelt. Sie schicken jetzt den Fallzeit immer hoch, damit sie wissen, wann ich reinbaue. Damit der Fallzeit auch hinterherkommt, damit sie keine XP verlieren oben. Ist ein sehr guter Plan, muss ich gestehen. Wir können jetzt unglaublich viel Pressure haben, wir sind sogar Level 10 jetzt. Ich werde auf Isolation gehen. Wir haben 2 Level Vorsprung. Schon gut. Ist wieder da. Macht immer Spaß zu sehen, wie sie einstürzen. Oh, lass weggehen. Malfat kann man mehr. Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Jetzt sind sie auch Level 10. Wir haben wir haben 2 Force bekommen. Das ist gar nicht so schlecht. Oben verlieren wir wahrscheinlich wieder XP. Wir haben alle Level Vorsprung. Sieht eigentlich ganz gut aus. Dürfen wir jetzt nur nicht so Aggro spielen. Gucken wir uns mal die Ultis vom Gegner-Team an. Taunt, das ist Divine Storm, das war auch klar. Ja.
da habe ich einen großen Fehler gerade gemacht. Oh shit. Ich habe Uta noch mit der Zunge geholt, aber ich glaube, ich habe ihn rausgeholt und dadurch haben wir den Divine Storm kassiert. Das war mein Feld. Ich habe die Luther rausgeholt. Dadurch glaube ich, die einen Storm getriggert. Aber sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass danach schon vorbei war. Darum sollten wir fighten. Wir haben jetzt immer noch ein Viertel XP Vorsprung. Wenn dann richtig alles verkacken, dann mal auf Hilfe. Jetzt haben wir den Uta. Jetzt habe ich aufgepasst. Nice. So muss das. Ich gehe direkt runter und hole wieder XP. Wir haben wieder einen Level Vorsprung. Sieht gut aus. Ist jetzt mitgenommen, ja, haben wir. Ich bin noch weggekommen, Schwein gehabt. Und direkt den Ulti wieder auf mich gesetzt. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Tolle Technik! Ihr seid voll in Fahrt! Das können sie schon mal packen. Wählt ein Talent! Ich kümmere mal einfach das Tor hier for free. Ein Tor weniger! Den haben wir auch gegrillt, sehr gut. Zwei Level Vorsprung, sieht gut aus. Okay, das sieht jetzt nicht mal gut aus.
Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. So, nochmal nach hinten. Ich muss sammeln. Nein! Töte diesen Helden, damit ich seine Essenz sammeln kann. Gut gemacht. Eure Feinde werden geschwächt. Seht ihnen beim Sterben zu. Oh, unlucky. Servus, Wellerchen. Da dich unten defenden, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Oh, ich nehm's nur doch. Oh shit, war großer Fehler von mir. Geht bitte weg, ich könnte den Fight noch nehmen. Ah, weg. Der Fluch sei aufgehoben, bis wieder jemand meine Gunst erringt, natürlich. Ach, war scheiße von mir. Ich hab nicht gesehen, dass sie den Boss machen wollen, hab ich nicht auf die Minimap geguckt. Nein, wir haben einen Vor verloren. Oh, die haben die Copy draußen. Versuchen noch 20 zu holen. Könnte da flanken. Ja, den Abatur sollte man nicht unterschätzen. Aber sie haben getradet, sie haben nicht den Falstaff geholt. Passt schon, wir haben da unten Katapulte. 3 Stück, die jetzt direkt auf den Chor marschieren. Nicht sterben da. Ah, wir sind gleich 20, wir können dann nochmal teamfighten. Der Abatur muss da irgendwie versuchen, die Katapulte zu zerstören, weil die nicht gerade den Core Damage machen. Ah, ein bisschen Core Damage kam drauf. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Oh, never mind, wir gehen nicht gern machen, dann gehe ich noch schnell die Midlane holen. Level 20. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Wählt ein Talent!
Wollen wir nicht hingehen? Okay. Liefert. So, ich werde Elite-Raubtier mitnehmen. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, kann ich auf jede Lane und da ordentlich pressuren. Wir sollten diese Söldner rekrutieren. Wir sollten einfach einen Teamfight suchen, obwohl jetzt ist zu spät, es sind jetzt 20. Ah, die haben schon wieder Probleme hinten, da sind nämlich schon wieder Katapulte am Start. Das ist halt wirklich risky, aber mal gucken. Sie kommen. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zimt mir Tribut und erregt meine Gunst. Aus jedem Rückschlag können wir etwas lernen. War halt schlecht gespielt von uns. Unglaublich schlecht. Aber noch haben wir die Oberhand. Wir kriegen das nächste Keep. Und hier fällt die Wall, so wie es aussieht. Also wir haben eigentlich... Wir sind vielleicht ein bisschen zu aggressiv da reingestürmt. Unser Fort wurde zerstört. Ich hatte leider den Ulti, ich hätte rausbauen müssen. Aber, vielleicht habe ich mein Team damit jetzt auch wieder gegrillt. Aber Li Ming musste irgendwie versuchen zu überleben. Das Keep fällt. Ein Fort weniger. Hier unten wird zwar auch das Keep werden. Wir werden dann nicht rechtzeitig in 20 Freunde ready sein, um da hier einfach weg das zu defenden. Boah, der Glück. Wenn er da geswappt wird, ist es glaube ich vorbei. Hey, das war unser Vor! Oha, unsere Zitadelle wird angegriffen. Was hier drauf macht. Ja, genau so. Wichtig, dass wir ihn getötet haben. Das war unterhaltsam. Der Abatur steht hier. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinem Fluch. Und das stand ja, hier. Die Wahl. Oh, schade! Das macht zwei. Aber wir haben ihn noch, sehr gut. Vielleicht bin ich hier doch nicht das einzige Wunder. Da kommt wieder. Tolle Technik! Was, oder? Oh, nicht Boss machen. Oder haben wir jetzt Angst, dass wir den Boss wieder verkacken? Oh! Okay, Copy ist gewastet. So, das muss eventuell sogar das Spiel beenden. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich glaube zwar nicht, aber. Sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt. Ja, da hat er mal hart gefehlt, der Varian. Entweder hat er gerade gefeedet oder. Keine Ahnung, das muss glaube ich vor sein. Oh. Dich nicht anpassen. Go, go, go. Tolle Technik.
MVP. Unsere Combo, die wir uns aufgebaut haben, hat eigentlich relativ gut funktioniert. Der Malfurion wusste, wie man mit dem Twilight Dream spielt. Hat man auf jeden Fall gemerkt. War gar nicht so schlecht, was sie gespielt haben. Ich habe drei große Fehler gemacht in dem Spiel. Der erste Fehler war, dass ich, ich habe ihn gerade vergessen, welchen Fehler ich gemacht habe. Verdammt. Okay, dann kann ich mich doch nur an zwei Fehler erinnern. Den ersten Fehler habe ich gemacht, dass ich nicht zum Boss gegangen bin auf der Ehrenseite. Da habe ich leider zu spät gesehen, dass sie den Boss angefangen haben. Minimap OP. Habe ich leider nicht drauf geschaut in dem Moment, sondern habe unten gepusht. Mich dafür entschieden, unten zu pushen. War ein Fehler. Der zweite Fehler, der mir gerade einfällt, ist, dass ich mit dem Beam vom Artanis zum Boss gebaut bin, um den Boss einnehmen zu können, bin dabei gestorben, habe aber, glaube ich, mit dem Laser mein Team gegrillt. Das muss ich mir da in den Replay nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe mein Team damit gegrillt, bin mir nicht ganz sicher. Und was war der andere Fehler? Mir fällt es gerade nicht ein. Egal. Gucken wir mal rein. So viel Value habe ich gar nicht geholt. Keine Kills gesichert. Holy shit. Und doch, war einigermaßen viel Value, was ich da geholt habe. Ach, jetzt fällt mir der andere Fehler gerade ein. Als der ATC Moshpit gemacht hat, habe ich mit der Zunge den Uta rausgeholt, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auch das muss ich mir im Replay nochmal anschauen. Ich habe mit der Zunge den Uta, glaube ich, zu früh rausgeholt, weil ich dachte, ja, Moshpit ist gleich vorbei, aber war nicht so. Dann kam Divine Storm und hat uns alle gekillt. Und ich glaube, den Moshpit sogar noch interrupt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass der Moshpit schon vorbei war und wir sowieso gestorben wären. Keine Ahnung. Gucken wir mal. So, weiter geht's.